Gutenberg ist ein Multitalent. Ob als Sänger, Maler, Autor oder einfach Kultfigur, der 63-Jährige fühlt sich auf vielen Gebieten zu Hause. Jetzt wird ihm ein Denkmal gesetzt, mit einem eigenen Musical. Hinterm Horizont soll es heißen und im Musicaltheater am Potsdamer Platz in Berlin zu sehen sein. Ich finde das ein absoluter Hammer. Ich habe in Berlin gewohnt und so, und auf dem Platz, das ist eine Ruine und sowas mit den leeren Bierdosen rumgekickt und so, in diesem Brachland und so. Jetzt steht da riesen Potsdamer Platz, dieses fantastische Theater. Und da gibt es dann das Musical. Ich finde das eine großartige Sache mit Stage und so. Das ist das richtig groß inszenieren und so. Hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Das ist eine große Freude. Ne? Das Musical baut auf dem Lindenberg-Song Mädchen aus Ost-Berlin auf, einem deutsch-deutschen Romeo- und Julia-Märchen über eine Liebe zwischen dem jungen Udo und einem Mädchen aus Pankow, die nicht sein dürfte. Und das natürlich mit vielen, vielen Songs, mit vielen Darstellern und so. Ja, die waren natürlich dann alle speziell ausgebildet in der Nuscheltechnik und im Paniktanz und so. Ne? Ja, also Schleuderfix und so. Ich bin super gespannt, das erste Mal, eine jungfräuliche Maßnahme, so ein Musical und so. Ich finde es sehr, sehr geil und bin unheimlich gespannt, dass es stattfindet. Aber es geht eben auch so um diese East-West-Side-Story und so, weißt du, die standen sich gegenüber, die Vorpost da und wir mit den Gitarren statt Knarren und so. Ne? Geschrieben wurde das Musical von Thomas Brussig. Regie führt Uli Waller vom Hamburger St. Pauli Theater. Und Udo Lindenberg, der wird dafür sorgen, dass die Darsteller bis zur großen Premiere auch den typischen Udo-Stil drauf haben. Ja, das ist immer so Casting und so, da komme ich natürlich mal hin und so. Ne? Muss ein bisschen gucken, das ist natürlich schwer, also diese Art von Stilistik da rüber zu bringen. Muss ich mal gucken, wie die das so packen. Ne? Aber denk an das Falco-Musical, wie geil die das hingekriegt haben. Da gibt es schon Exzellenz-Schauspieler und so, ne? Die da ziemlich nah rankommen. Ja? Mit dem Gesang allerdings müssen ordentlich mehr Eierlikör gurgeln und so, um sag mal, diesen Anmut der Stimme zu erreichen. Viel Arbeit also für die Darsteller, aber noch haben sie ja Zeit zum Üben.